Meine Mutter war sehr, sehr begeistert von ihm, als sie ihn damals im Film gesehen hat. Sie war richtig verliebt in ihn und sagte, ach, der ist ja so süß und der ist so hübsch und so lustig und der spielt so gut. Und dann habe ich immer gesagt, Mama, ey, jetzt reiß dich zusammen. Und das ist der Jan-Josef Liefers, den ich hier im Studio begrüße. Können wir ein bisschen Ruhe haben da hinten? Was war der Moritz bleibt treu. Ja? Der randaliert da hinten. Der ist eifersüchtig, weil er noch nicht im Bild ist. Jan-Josef, erste Frage. Kanntet ihr euch vorher schon? Kannst du Gedanken lesen? Kanntet ihr euch vorher schon? Das ist eine sehr philosophische Frage. Also ich kannte dich aus Film. Ich kannte Moritz aus Hamburg vom Thalia Theater. Da war ich Was vorher. hat er da gemacht? Karten abgerissen oder wie? Rumgehangen und ernst geguckt. Conny Froboess kannte ich natürlich auch. Die ist toll, oder? Ja. Die ist richtig toll. Das war eine Idee von Thomas. Gute Idee Thomas gewesen. sagte, als Mutter möchte ich Conny Froboess haben. Und sie hat auch gesagt, sie macht und sie war ganz toll. Und dank dieser neuen Abtastung sieht man jetzt zum ersten Mal ihre Augen. Ja, wie war das für dich, als du damals den Anruf bekamst? Oder du hast das Buch bekommen über die Agentur. Gell? Das habe ich ja Nee, vorhin schon. naja, das Buch, also du hast angerufen. Ich war in Düsseldorf, habe da was gedreht. Und dann klingelt das Telefon und ich habe abgenommen und du hast gesagt, hey, hier ist Till. Und ich habe gedacht, das ist jemand, den ich aus meiner Schulzeit kenne und habe gedacht, ist ja toll, dass du dich mal meldest und so. Und es war ein bisschen wirr, glaube ich, das Gespräch, die erste Minute lang. Und dann habe ich es verstanden und dann kam das Buch. Und dann dachte ich, was für eine geile Geschichte. Und da wusste ich noch gar nichts von diesen ganzen Bedingungen drumherum, dass es deine eigentlich erste Produktion ist und so. Und dieser Spirit, den die ganze Geschichte hatte, eigentlich vom ersten Tag an, der hat mich total getroffen, weil das war eigentlich meins, was ich mir aber gewünscht habe, weswegen ich vom Theater weggegangen bin. Eben nicht so ein Schauspieler zu sein, der dann so eben wartet, dass er eine Rolle bekommt und dann eben seinen Text lernt und irgendwie versucht, das Beste daraus zu machen, sondern so ein Teil eines Abenteuers zu sein. So, weißt du, so eine Nummer, die nicht so oft passiert. Und ich bin eigentlich ziemlich infiziert aus diesem Film rausgegangen. Ja, so soll es sein, Und finde ich auch. warum, du hast zweimal Regie geführt, du hast dann andere Sachen gemacht, du hast Musik gemacht. Ja? Wir haben ja auch auf der DVD unseren legendären Auftritt, wo wir bei Oh den ja, bei deutschen Home Entertainment Knocking. Awards, also beim DVD, heute heißt das Diva, damals, das war der Vorläufer von der Diva, dann haben wir den DVD-Preis gewonnen für Knocking und haben zwar Video, damals hieß das noch. Und das fällt sogar gar nicht auf, dass ich gar nicht singen kann, weil ich habe ja nur im Refrain mitgesungen, immer nur so. Ich muss jetzt mal ein paar intelligente Ja, Fragen stellen. okay. Kanntet ihr euch zuvor schon? Bevor du die nächste Frage stellst, die Antwort kenne ich schon. 25 Ah, nee, Zentimeter. aber was jetzt alle unsere Zuschauer, und es werden Millionen sein, interessiert ist, weil es gab noch nie einen Schauspieler in der Nachkriegsgeschichte, der in einem Quartal, also in 3 Monaten, 2 Filme hatten, die eine goldene Leinwand hatten, in denen er Hauptrollen gespielt hat. Das war Jan-Josef Liefers in Knockin' on Heaven's Door und kurz vorher in Rossini. Innerhalb von 3 Monaten hattest du 2 Filme in Hauptrollen, die über 3 Millionen Besucher gemacht haben. Und du hast dich dann aber auch entschieden, ganz viel fürs Fernsehen zu drehen und hast nicht irgendwie gesagt, ey, ich mache mich rar, ich warte auf den nächsten großen Kinofilm. Warum? Ja, das ist Wurdest du eine gute geldgeil? Frage. Nee, die Antwort ist einfach die. Also ich hab dieses, weiß nicht, so nicht gesehen irgendwie. Und ich glaube auch, dass die, weiß nicht, so eine Berufssache. Ich habe immer gedacht, du bist Schauspieler, sei doch froh, wenn du arbeiten kannst. Und diesen Überblick oder diese Warte, von der heraus man sagt, nein, nein, nein und so. Ich habe das nicht. Waren ja auch schöne Sachen dabei. Und ich denke auch heute noch, diesen Unterschied zwischen Kinofilm und Fernsehfilm habe ich nie ganz mitgekriegt irgendwie. Ich habe den nie gemacht. Also auch bei den Filmen, wo ich selbst Regie gemacht habe, ich habe immer gedacht, du machst einen Film. Ist ganz egal, wo der läuft. Und Knocking on Heaven's Door im Fernsehen ist immer noch tausendmal besser als vieles andere. Und die so fürs Fernsehen drehen,
Ich hab das nie so gesehen, dass das, ich habe das nie als minderwertig gesehen. Nein, das, so. Das, so meine ich das. Gesagt, wieso, du drehst einen Film, das ist ja eben fürs Fernsehen und so dann ist er eben anders. Nicht. Also es gibt den Arsch voll deutsche Fernsehfilme, die viel besser sind als ganz, ganz viele deutsche Kinofilme. Also, und es gibt Genres, die man eigentlich in Deutschland nur im Fernsehen bedienen kann. Weiß ich nicht, hat sich bei mir nicht so eingestellt oder ich habe es nicht so gesehen und ich wollte gerne arbeiten, ich wollte gerne spielen, ich wollte einfach Tierspiel spielen in verschiedene Rollen und so ist es ja auch zum Glück bei mir gewesen. Ich habe ja zum Glück nie erlebt, dass jemand sagt, du bist jetzt in so einer Schublade drin. Nein. Und die Rollen waren so verschieden und es gab so viel verschiedenes Zeug. Und Kino war ja auch, kam ja dann immer wieder auch mal mit rein. Und wenn du mich heute fragen würdest, würde ich sagen, ich liebe Kino, ich würde fürs Kino ausschließlich arbeiten. Okay, das ist in Deutschland nicht leicht. Wenn du jetzt zurückblickst, hast du alles richtig gemacht? Ich glaube schon, am Ende doch. Ja. Weißt du, Geld hat mich nie besonders interessiert. Karriere, fand ich, ist ein Abfallprodukt von Arbeit. So habe ich es immer gesehen. Und auf meine Art habe ich, würde ich sagen, schon alles richtig gemacht. Glaubst du an Leben nach dem Tod? Wäre schön, ja. Wäre eine schöne Sache und ein gutes Konzept. Ja, konjunktiv. Aber glaubst du dran oder glaubst du nicht dran? Nicht. Aber woran ich glaube, ist, ich glaube an Seele. Ich glaube wirklich, dass Menschen sowas wie eine Seele besitzen. Und ich drehe jetzt zweimal im Jahr einen Tatort und spiele einen Gerichtsmediziner da. Und habe in dem Zusammenhang einige so Obduktionen mir angeguckt. Also ich war dabei so. Und dann liegt da so ein toter Mensch auf dem Tisch. Und wird auseinandergeschnitten. Und es wird festgestellt, woran ist er genau gestorben, was war falsch mit ihm, was ist schiefgegangen und so. Und am Ende so einer Obduktion weißt du alles von dem. Du weißt, wie viel die Leber wiegt, du weißt, wie das Herz aussah. Aber das Einzige, was entscheidend ist für die Leute, die übrig bleiben, das Einzige, woran wir uns erinnern würden, an Menschen wie zum Beispiel Thierry, der nun gestorben ist. Was willst du mit so einem Wissen? Was interessiert mich, wie schwer Thierrys Leber war? Ja, was interessiert auch schwer, mich interessiert, was Thierry war. Und Thierry war alles, nur nicht irgendwie irgendwelche inneren Organe und irgendwelche messbaren Sachen, sondern Thierry war ein großartiger Kollege, ein toller Mensch, ein unglaublich warmherziger und verrückter Typ, den ich geliebt habe und wir alle. Aber das ist doch genau das, woran wir uns erinnern. Das, woran wir uns bei Menschen erinnern, woran wir uns bei Martin Brest erinnern und bei Rudi Wurlitzer, der ein bisschen später auch gestorben sein wird wahrscheinlich. Das ist doch das, was sie ausgemacht hat, wie sie gelacht haben, wie sie geguckt haben, ob sie cholerisch waren oder Humor hatten oder keinen. Und so. Das ist das, woran man sich bei Menschen erinnert. Und das ist nicht mehr da. Ich habe wir haben ja so eine kleine Party veranstaltet, zu der du leider nicht kommen konntest, für Thierry, während der Berlinale. Und dann haben wir den Film gezeigt, Auf Herz und Nieren, wo Thierry die Hauptrolle gespielt hat. Und da habe ich dann gesagt, dass ich seit Thierrys Tod an Engel glaube. Also, dass es wirklich Geister gibt. Und vielleicht gesagt, Geister, ja. Aber ich glaube das wirklich. Also was du sagst, das unterstreiche ich jetzt. Also, ich glaube das auch. Ich glaube, was wir von Thierry zum Beispiel im Kopf behalten, oder ich von meinem Vater oder du von Leuten, die du kanntest, die da nahe standen, die es nicht mehr gibt, ist genau das. Das ist genau das, was von ihm bleibt. Aber zum Beispiel ist mit meinem eigenen Leben mir vor ein paar Jahren sowas passiert mit meinem Vater. Der hatte Krebs und hat sich anders entschieden. Das finde ich eine bemerkenswerte Entscheidung, muss ich sagen. Hat sich entschieden, dass er sagt, ich mache das alles nicht. Ich nehme die Hilfe der Ärzte an und versuche so lange wie möglich am Leben festzuhalten und wenn es nicht mehr geht, dann ist eben Schluss. Also eigentlich so eine Entscheidung, wie die beiden sie getroffen haben. Und diese 3 Jahre, die wir dann noch hatten, die waren großartig. Also hat dein Vater hat aber nicht das gemacht, was Rudi und Martin machen im Film. Nein, er hat doch auch Sachen, also man kann das ja übersetzen, so jeder hat ja andere Rechnungen offen und andere Sachen auf seinem Zettel stehen. Und er hat die gemacht, von denen er dachte, die hat er versäumt, die hat er nachgeholt. Hat er nachgeholt, also er hat das gemacht, was mit die mir, beiden... Mit meiner Eltern war noch geschieden früher, also früh geschieden und so. Und hat das so, hat auch auf eine Art und Weise schon das gemacht, was die beiden auch machen. Ist halt nicht ans Meer gefahren. Und wann ist er gestorben? Vor... Jetzt 2 Jahren. Ja. Und hat er den Film gesehen? Ja, klar. Mein Vater hat alles gesehen, was ich gemacht habe und hat es manchmal schwer gehabt, sich zu äußern, aber der war ein großer Fan dieses Films.
Wie eigentlich jeder Mensch, der ehrlich ist, ja, und mal alle Vorbehalte weglässt, eigentlich gesagt hat, das war ein geiler Film. Na, es wurde dem Film ja damals vorgeworfen, dass es so gewollt und nicht gekonnt ist. Ja. Ach, Sie Quatsch. wollen, wir haben Quatsch. ja damals, Thomas und ich haben ja damals gesagt, what the fuck? Also das Einzige, was der Film mit Tarantino zu tun hat, ist, dass wir ihn huldigen mit True Romance, mit dem Drehbuch, das er geschrieben hat, der Club heißt so, und mit den Anzügen der Gangster. Und das sieht nun mal am stylischsten aus. Ein schwarzer Anzug mit einem dünnen weißen, schwarzen Schlipp. Und ansonsten hatte der mit Pulp Fiction ja nicht viel zu tun, der Quatsch. Film. Ich finde unseren Film auch viel emotionaler als Pulp Fiction war. Weißt du, der Film zitiert sich immer gegenseitig. Und zwar nicht, weil er auch so sein will, sondern weil er gesagt hat, ich ziehe meinen Hut. Das war der Punkt. Und das versteht in Deutschland das Feuilleton nicht. Die haben dafür keinen Nerv. Die hauen da drauf und müssen dann irgendwie zeigen, was sie alles wissen und was sie alles verstanden haben. Und das macht keinen Sinn, wirklich macht keinen Sinn. Aber wie soll man leugnen, dass man begeistert ist? Und eine Energie, die der Film ja hatte, war die Begeisterung für Film. Wirklich zu sagen, ich liebe Film. Also du sagst, du liebst Film, das hast du ja auch durchgezogen bis heute. Du machst Produktion, du bist Regisseur. Du sagst, ich lieber, dann haut mir eben die Mütze voll, ist mir egal, ich mache den Film, den ich sehen will. Und das Kinoherz, das Herz für Film, einfach so, der auf eine große Leinwand passt und auch hingehört und der so aussieht und so, das ist das Entscheidende und die Begeisterung dafür. Und wenn man sich für einen anderen Film begeistert und ihn von mir aus zitiert oder reinholt in seinen Film, das hat mich nie gestört, fand ich Das aber. machen eh Weißt du, alle. dieser zwanghafte Sucht, irgendwie originell zu sein und was ganz. Was zu machen, was keiner sonst macht, das ist Das anachronistisch, machen das gibt's gar alle. nicht. Tarantino hat in der Videothek gearbeitet und er hat sich alles rausgesogen aus allen Filmen dieser Welt. Ja? Das ist ein wandelndes Filmlexikon. Der Typ weiß mehr über den deutschen Stummfilm als jeder deutsche Filmhistoriker. Ich schwöre. Darum geht's doch. Du siehst was, das zündet dich an. So ist bei mir auch. Okay, Jan-Josef. Vielen, vielen Dank. Möchtest du unseren Zuschauerinnen noch was sagen? Du hast die Chance, Unseren uns da was zu Zuschauerinnen was sagen. zu sein. Ich gehe davon aus, dass wir nur Zuschauerinnen Erinnert haben. euch an mich in 25 Jahren, wenn ich alt und faltig bin und grau. Bitte was? Bitte? Was? Erinnert euch an mich. Nein, also, ey, Jan, ey, super, dass du mitgemacht hast und wie gesagt, meine Mutter war dein größter Fan, ich bin dein größter Fan und du hast das so toll gespielt und du bist wirklich ein super Schauspieler und hast dich in den ganzen Jahren ganz wichtig nicht verändert. Also natürlich mehr Lebenserfahrung und so, aber du bist nie irgendwie. Es gibt so viele Schauspieler, die machen eine Hauptrolle in einem Fernsehfilm und die denken, sie haben jetzt das neu erfunden und sind die letzte Cola in der Wüste und du warst immer so, wie du bist und das finde ich super und danke. Eins kann man noch sagen, die Leute, die bei Knocking on Heaven's Door sich kennengelernt haben und zusammen gespielt haben, freuen sich heute noch, wenn sie sich sehen. Ja. Und das ist auch nicht bei jedem Film so. Ja. Stimmt. Okay. Außer Moritz vielleicht. Na, kein Okay. Moritz.